das denn? Was zum Teufel ist hier passiert? Wo bin ich überhaupt? Scheiße. Und wieso zum Teufel ist die Kamera schon... Also die Batterie... Nur noch halb voll. Oder halb leer. Je nachdem. Nee, aber mal im Ernst jetzt. Herzlich willkommen zurück bei Slender The Rival. Und boah, Alter, Leute. Was war das für eine krasse Scheiße in der letzten Folge? Ganz ehrlich mal, wa? Also, ich hab mich schön verjagt. Ganz ehrlich mal. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich auch überhaupt gleich auf Schlag die 8 Seiten finde. Wobei es jetzt ja auch schon wieder irgendwo ein Rätsel ist, ne? Ist das jetzt wirklich ein Slender, wo es jetzt halt wirklich wiederum nur um so eine scheiß, oh. So eine scheiß 8 Seiten suchen geht, oder? Man weiß es nicht, ne? Ich hoffe ja, ganz ehrlich gesagt, nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier. Erstmal gucken, was das hier ist für ein Häuschen. Oh. Explosive? Explosiv. Ah, hier kommen wir gar nicht rein. Warum nicht? Warum ist das zugenagelt? Ah, guck mal, hier liegt schon wieder was. Och, jetzt hör doch auf. Nee, ne? Warum ist da eine 5 drauf? Aha. Gut, wer sich das noch weiter durchlesen möchte, drückt jetzt bitte auf Pause, ne? Ihr kennt das ja, das Spielchen. Ich möchte mich hier nicht so lange dran aufhalten an so ein... an so eine Vorleseaktion. Okay, hier ist aber wirklich weiter nichts, ne? Da hinten scheint aber noch ein Häuschen zu stehen. Gehen wir doch mal gucken. Oh, was ist das denn? Mhm. Schön, schön, aber... Na, da hätten sie schon einen Zettel. Ich habe hier schon was knistern hören. Hinter mir, neben mir, wie auch immer. Hä? Ah, das schallt hier so ein bisschen, wenn wir jetzt hier auf dem... Ach, ist ja krass gemacht. Geil. Ach, guck mal, der macht doch auch sogar selber die Taschenlampe an. Aber nicht wieder aus. Komisch, ne? Wir gucken uns erstmal draußen um, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da rein sollen. Ach, hier ist wieder der Junge. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Das Plakat hier oder das, Vermisstenblatt. Da hinten ist nur ein Zaun. Ich denke ja nicht, dass wir da... durchkommen werden. Da ist bestimmt alles abgesperrt, ne? Wobei, da hinten... Ist da nicht auch noch ein Haus? Da hinten sieht auch noch aus wie ein Haus. Da möchte ich mich doch ganz gerne auch noch mal... Ah, tatsächlich, siehst du? Da möchte ich natürlich auch noch ganz gerne gucken. Und auch so scheint das jetzt hier ganz schön... groß zu sein, ne? Diese Gelände jetzt hier. Dieser Abschnitt. Aber auch hier ist alles vernagelt. Verdammte Axt nochmal. Und ich bin auch froh, dass... Ah, jetzt wieder alles Felsen. Und ich bin auch froh, dass es jetzt auch wieder erstmal halbwegs ein bisschen hell ist hier. Alter, hier sind schon wieder so alle Schritte. Das geht gar nicht, Alter. Ganz ehrlich mal.
Okay, Leute, hier werden wir wohl nichts weiter finden. Das heißt, wir müssen da rein. Da hinten sieht auch nicht aus, als wenn da irgendwas ist. Ein Häuschen oder wie auch immer. Irgendwas anderes noch. Sieht nicht danach aus. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein hier. Mal gucken, ob er das wieder von selber macht. Jo. Alter, wie das jetzt schallt, ne, wenn man hier gehen tut. Und das ist es nämlich, was ich meinte. Guckt euch, wenn ihr das guckt, dann hört euch das wirklich mit Kopfhörer an. Vernünftige Kopfhörer. Also das macht das noch echt ein bisschen krasser, ganz ehrlich. Da hinten ist eine Tür. Wenn man jetzt rausguckt, ne, dann sieht es aus, als wenn es auch dunkel ist, ne? Schon wieder. Und die Tür ist auf. Okay, es scheint nicht weiter zu sein. Kommen wir hier vielleicht. Ach nee, wir können ja gar nicht springen. Hab ich ganz vergessen. Scheiße. Boah, Alter, ihr wollt mich doch jetzt hier nicht rinschicken. Ach, du großer Gott, ich seh's schon, ich seh's schon. Generatoren, 6 Stück an der Zahl. Laufen nur noch auf Minimum, ne? Ja, ja. Und die müssen wir natürlich wieder. Und natürlich haben wir uns das Schild wieder irgendwo in der Hosentasche gesteckt. Ist ja ganz, ganz normal. 6 Generatoren. Soweit ich das gelesen habe da. Müssen wir wohl wieder anschalten. Und ich wette mit euch. Oh, ich sehe auch schon wieder die ollen Zeichen da. Und ich wette mit euch. Der Dr. Slenderman wird nicht lange auf sich warten lassen. Wieder so ein oder Zeitungsausschnitt. Ja, ja. Was haben wir denn da hinten noch? Ist das bloß so, oder? Naja, er geht hier auch nicht rüber. Ich kann hier jetzt auch nicht irgendwie aktivieren, anklicken, wie auch immer. Das heißt, wir müssen wohl hier weiter. Ein Generator sehe ich schon, aber. No, no, no. Überall steht no. Need to get out. Da müssen wir anscheinend noch hoch. Alter, Leute, ich hab's hier übelst Gänsehaut, ganz ehrlich jetzt. Bin ja auch immer so ein Typ, der sich da so bei Horror-Games oder Horror-Filme auch, der sich da so ein bisschen reinsteigert. Was vielleicht auch manchmal gar nicht so gut ist. Alter. Sag ich doch, 6 Generatoren müssen an und dann können wir wahrscheinlich nach oben fahren. Aha. Jetzt haben sich die Türen geöffnet. Und ich wette, jetzt geht doch schon wieder los. Ach du Kacke.
Und jetzt eben, wo ich das schon sagte, dass ich mich da immer so reinsteige, eben, wo ich nämlich schon auf diesen ollen Knopf gedrückt habe, dass der Generator aktiv ist, ist mein Herzschlag auch ein bisschen schneller geworden, ehrlich gesagt. Möchte jetzt hier auch nicht so wirklich schnell laufen, weil ich fest der Meinung bin, dass er jetzt tatsächlich gleich irgendwann wieder kommen wird. Da bin ich mir sicher. Und ich dann lieber mir das noch ein bisschen aufspare. Die Power zum Laufen. Alter, wo willst du denn hier noch Generatoren finden? Das ist ja ewig groß hier. Das ist ja schlimmer als der Wald. Da steht einer. Da unter. Okay, bis jetzt ist es aber noch relativ, relativ ruhig. Die Kamera hat auch noch nicht geflimmert. Aber ich sollte vielleicht auch mal lieber meine Schnauze halten. Okay, nochmal. Zwei ist aktiv. Alter. Ey, mach keinen Scheiß hier. Was ist das jetzt? Kommt hier überhaupt der Slenderman? Das ist doch was anderes gewesen, oder nicht? Alter, mach die scheiß Musik aus. Hallo? Hier schon wieder was. Boah, Alter, jetzt geht doch schon wieder richtig los, ey, echt. Jetzt habe ich auf immer, jetzt ist der Herzschlag ist jetzt noch wieder ein bisschen heftiger geworden. Hier kann ich aber nichts machen. Alter, Kacke, Kacke, nein. Alter, halt die Schnauze, was war das? Wo kommt das her? Ich höre doch hier irgendwas. Ich höre hier irgendwas. Die ganze Zeit. Wo kommt das her? Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt hört. Und darum sage ich ja, hört, guckt euch den Scheiß mit Kopfhörer an. Zieht euch das echt mit Kopfhörer rein. Alter! Was ist das denn? Ist das Licht? Soll das Licht sein oder ist das irgendein Zettel? Oh, ich weiß gar nicht, wohin. Ne, das sind Lampen, ne? Ja. Alter. Was ist denn das? Was? Alter! Verpiss dich! Oh, was ist das denn? Alter Schwede. Okay, Leute. Ich würde sagen, wo die Typen herkommen und wer die sind, klären wir im nächsten Part. Und da ist er schon wieder. Also, wir sehen uns. Bis denn dann. Haut rein.